Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 2, Folge Nummer 24. In der letzten Folge haben wir uns Emilio endlich geschnappt. Und ja, wir haben von einem Treffen erfahren, wo wahrscheinlich auch der Anführer, der Templer, dabei sein wird. Und wir wollen da natürlich beiwohnen und ein bisschen lauschen. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir schnappen uns jetzt den neu aufgetauchten Aussichtspunkt. Und dann nehmen wir die Mission an, die direkt daneben ist. Aber wie kommen wir darüber? Na gut, dann werden wir einfach ein bisschen schwimmen. Beziehungsweise wir klettern hier jetzt direkt hoch. Ah, die schöne venezianische Musik. Wahnsinn, dass wir schon bei Folge 24 sind, ey. Zack. So. Und hier sind wir auch schon. Müssen gar nicht lang klettern. Und da unten war auch schon die Mission. Wir sind auch anonym. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Wer ist das? Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höre persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Wer ist der Typ, Alter? Da kommen immer neue Figuren dazu. Und der ist ja wohl eine echt witzige Figur. Gleich und gleich. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Dogen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein. Alter, wieder rumschrei. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Vergebt mir, nobler Herr. Ich denke daran, Bertuccio Cucina zu besuchen. So, geile Methode, um den lauten Heini loszuwerden. Ist einfach ins Schwert zu ziehen. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Okay. Jetzt muss ich aufs Dach. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Hier dürft ihr nicht sein. Geht!
Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Marco, nur ein paar Tage, okay. Wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon... Sobald selber fragen. Wer ist hier? Aus Rom? Komm, komm. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift, Vetter. Oh. Da bin ich beinahe rübergenödelt. Die Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt er womöglich gar keinen Barbarito. Calma heißt beruhig dich. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Nicht umsonst. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Ah, Dante heißt er, okay. Diese also Wache Dante, Silvio. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank. Okay, Marco, Silvio, Dante. Und wie heißt der andere? Gut. Messer Grimaldi. Hier steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen. Lol. Versteht ihr? Wow. Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage. Aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ah, va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Gift. Gift benutzen nur Feiglinge.
Aber das ist genau, was die Templer sind. Ein Haufen Feiglinge. Pläne, Schmieder. Ach, Politiker. Feiglinge. Oh, fuck. Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Ja, der Typ im Hintergrund. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Möge der Vater das verstehen, sonst leiden, blabbedi-blabbedi-bla. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Lol? Hä? Wir haben den doch komplett im Auge behalten. Naja, egal. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir auch Zugriff zu den neuen Aussichtspunkten und unter anderem noch einer Codex-Seite und einem Assassinengrab. Okay, okay, okay. Aber wir sliden jetzt erstmal zur nächsten Mission. Huch. Ja, alles sehr interessant. Jetzt wollen die hier den nächsten, wichtigen Dude ermorden. Erst haben sie es ja bei Lorenzo de' Medici versucht, unserem guten Freund. Und jetzt der Doge von Florenz, was auch immer ein Doge ist, keine Ahnung. Entschuldigung. In dieser ruhmreichen Stadt hier nehmen wir Ruhe und Ordnung. Ab ins Wasser. Oh. Na gut. Ah, das ist doch hier dem anderen Dude sein Palazzo wieder. Okay. Warum die Diebe jetzt genau da eingezogen sind, das ist ein bisschen obvious, oder? Ich meine, wer bin ich zu sagen, was sie machen sollen, aber... Oh komm, dann springen wir halt ins Wasser und schwimmen dahin. Manchmal fehlen echt so ein bisschen die Klettergelegenheiten an einigen Häusern. Wie kommen wir rein? Scheint so, dass die Diebe jetzt hier leben. Hey, Rosa, ne? Alles klar? Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Holy shit! Okay. Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio! Ezio ist hier! Ezio! Ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen.
Und mich nennen Sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Überall rein, versteht ihr? Katsching. Okay, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einen Weg finden, um in den Palazzo Ducale zu gelangen. Okay. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Oh, krass. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Das ist korrekt, Alter. Harte Arbeit zählt auch in 2020 nicht. 1476, 2020. Wenn man hoch geboren wird, dann fällt man nicht tief. Und wenn man tief geboren wird, fällt man immer tiefer und tiefer. Aber hey, Sozialkritik mal wann anders, ja? Ungerechtigkeit wird es immer geben, solange es Menschen gibt. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Alles klar, Auskundschaften. Der ist irre. Was soll das? Egal. So gehen die anderen auch. Okay, ich soll erst hier hin. Okay. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Okay, zum nächsten Ort. Uff, das ist da oben irgendwo, oder? Der Typ, der Antonio, kraxelt da richtig hart rum. Komm her, Mann. Was macht er da? Kann ich in der Zeit, ja, ich wollte gerade sagen, kann ich in der Zeit wenigstens den Aussichtspunkt erkunden? Da kommt er. Ach, Antonio. Immer wieder gut für einen Gag. Kommst du her, oder? Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Da geht ganz schön was ab. Na gut. Natürlich kann der keinen Todessprung machen. Sehr gut. Antonio hängt sich schon gut rein.
Na komm. Die neuen Strafen wurden als Zusatzartikel den entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt und können in allen kommunalen Behörden eingesetzt werden. Hierüber können wir rein. Ganz easy. Ja, wir haben es zwar jetzt schon entdeckt, aber wir müssen jetzt nochmal hier hin. Er klettert sogar da oben rum. So, wie sieht's aus? Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Ja. Sollen wir? Bruder, wir sind da. Oh Gott im Himmel. Da wären wir. Ganz easy, ohne Probleme. Dann müssen wir nur noch an den Armbrustschützen vorbei. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signori? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Anschließen. Es anschließen. Ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Oh oh. Ich ahne Ungutes. Scheiße, Alter. Vögel? Nun gut, so viel zu dieser Folge. Wir machen jetzt mal Schluss. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.